Wir sind auf der BRB 30, weil ein Verkehrsunfall sind zur Unterstützung des RTWs gerufen worden. Die Meldung war, dass hier eine leicht verletzte Person ist. Bei Eintreffen zeigte sich dann, dass es zu einem größeren Unfallgeschehen gekommen war. Die Person war allerdings schon aus dem Fahrzeug befreit worden. Die Rettungswagenbesatzung hatte aufgrund des Unfallmechanismus, der am deformierten Fahrzeug deutlich zu erkennen war, zusätzlich noch einen Rettungshubschrauber gerufen, der jetzt den Patienten übernommen und in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen hat. Wir haben hier in Absprache mit der Polizei die Vollsperrung der Autobahn durchgeführt und haben Betriebsstoffe aufgenommen. Wir hatten heute Morgen schon einen anderen Verkehrsunfall. Aufgrund dessen hatte sich hier ein Stau gebildet. Infolgedessen hat hier ein kleiner LKW hat das Stauende zu spät gesehen. Ein ersetztes Fahrzeug stand hier, eine Sattelzugmaschine mit Auflieger. Der ist noch zum Stehen gekommen und er wollte dann anschließend wieder anrollen. Und dann kam von hinten ein 3,5-Tonner, der das Stauende zu spät gesehen hat und ist dann hinten auf den Auflieger aufgefahren. So wie es aussieht, hat er noch im letzten Moment noch ausweichen können nach links. Wenn man sich das Fahrzeug anschaut, es ist wirklich ein Wunder, dass er da lebend rausgekommen ist. Ja. Wir haben, wie gesagt, wie Sie schon sagen, heute extra mobile Stauschilder aufgestellt. Wenn ich diese Stauschilder sehe, dann bin ich natürlich bremsbereit, weil die stehen nicht ohne Grund da. Da muss ich halt jederzeit mit dem Stau rechnen.